Sprengler leicht. Beide Autos sind gut drin. Passt an Bruno Spengler vorbei, allerdings bremst er ein bisschen zu früh und Bruno Spengler nimmt ihm die erste Kurve noch ab. Jetzt Mike Rockenfeller Platz genommen in der Startbox. Er macht es richtig. Er bleibt nämlich genau in der Box, nicht wie Bruno Spengler eben, aber das ja nur zur Übung neben ihm. Nimmt Jamie Green auf der Pole Position Platz. Die Ampel geht an. Sind drei Lichter, vier Lichter, fünf und beim Erlöschen der Ampel geht's los. Super Start für Rockenfeller. Ersten Meter kommt er besser weg als Jamie Green. Die Motoren heulen auf. Wir sind gespannt, wie David Coulthard hier wegkommt. Wieder enorm viel Ruhe drin. Und gegen Ralf Schumacher. Ampel drin. Alle fünf Lichter an. Einmal löschen geht's los. Ralf Schumacher deutlich besser weggekommen als Martin Kontich. Turn 1, Gary Paffett jetzt gegen Susie Stoddard. Und Paffett kommt da ultra gut weg. Gegen Markus Winkelhopf mit vier Lichter sind an, fünf Lichter. Und Start ist freigegeben. Markus Winkelhopf geht da deutlich. Den Mann im schwarzen Audi mit dem Playboy auf der Motorhaube ein und jetzt Timo Scheider gegen Maro Engel. Start ist frei gegen Timo Scheider, kommt gut weg. Über 200 km/h beim Anbremsen in Turn 1. Jetzt Olli Jarvis war, der hatte anscheinend keine Lust. Kein weiterer der DTM-Protagonisten hier vorne Aufstellung nimmt. Vor der Startlinie sind die Practice-Starts hiermit beendet.